So, wir sind wieder zurück bei The Last of Us. Wir haben ja noch den DLC, den machen wir jetzt auch. Neues Spiel direkt rein. Wir machen auf Mittel. Start. Ja. Let's go, würde ich sagen an der Stelle. Wir let's go und einfach mal richtig hart. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lang dauert der denn, der DLC? Mal gucken. Ach, wow, okay, der dauert echt nicht lange. 2 Stunden dauert der nur. Oh, also mal gucken, dass wir danach noch irgendwas anderes machen. Ne? Aber erstmal starten. Hä? Ach so. Tschüss. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Der ist müde. Kann jetzt nicht aufstehen. Mann! Musst dir aber auch mal merken, ne? Das in dem Alter, ich meine, auch nicht mehr die Jüngste war. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Oh, scheiße. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Scheiße. Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Ich muss ein Tuch holen. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein.
Ich glaube, die ist Krankenschwester, macht sie sehr gut. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. The Last of Us, links hinten. So. Ich glaube, man sieht das aber in Rückblenden dann immer auch so die Story mit ihrer besten Freundin und so. So, dann können wir auch mal loslegen. Ja, das weiß keiner. Sie hat nix. Einfach gar nix. Cool. Also gucken wir uns hier ein bisschen um. Mal schauen, ob wir irgendwas finden, was wir vielleicht brauchen können. Mara, wurf hier nicht so rum. Das rufe ich gleich mit. Der geht nur 2 Stunden. Da muss ich mal gucken, dass ich danach irgendwas anderes mache. Mal gucken. Schauen wir. Okay, erstmal hier unten ein bisschen umgucken. Nee, da ist nur sowas. Guck mal, wir haben gar kein Spiegelbild. Wir sind ein Vampir. Vampirin. Muss man ja korrekterweise sagen. Nicht wahr? Ja, ab morgen muss ich mal schauen, ob ich morgen Abend ein bisschen rumteste. Kommt ein neues Mikrofon. Ich hoffe, übermorgen kommt dann das neue DBX, damit sich das nicht mehr so anhört. Schauen wir mal. Und dann sollte wieder gewohnt der Sound sein. Man so schön sagen kann. Hier ist ein Loch im Boden. Wer hat das denn gemacht? Merci, merci, merci. So, da hinten, da ist Loch. Hä? Okay, das ist halt blöd, weil sie hat halt leider nix. Wenn sie sich wirklich wehren könnte. Steine hat sie hier. Steine, Steine, Steine ist gut. Ansehen. Oh. Western Apotheke. Das klingt doch gut. Ein Stein, dann ist schon voll. Ja, läuft. Ich glaube, da sind noch welche drin. Also könnte sein. Meine. Taschenlampe. Hat sie natürlich. Hat sie geklaut, hat sie die, glaube ich. Ja. Weich. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose da gelassen? Ja klar, alle rein. Würde ich aber auch so machen, weißt du, alles schön reinballern. Alles so, und dann ist gut. Okay, ich gucke mich erstmal hier ein bisschen weiter um, bevor wir da hinten in den Raum gehen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Nix, nix, nix. Bla 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 bla. Ich glaube, ich muss die Mucke doch wieder übers Tablet machen. Ja, ich glaube schon. Ist besser. Das ist besser. Besser, besser, besser. Hallo. Oh, warte mal, das nehmen wir mit. Ich habe ja noch gar nichts hier gefunden. Skandalös. Really scandalous. Noch was? Nein. Ja, entweder mache ich danach noch irgendwas anderes oder es wird halt ein echt kurzes Stream. Mal gucken. Aber das will ich noch durchballern.
Bitte lesen. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos, habe ihn in American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kann ihm bitte jemand helfen? Kombination 35, 30, 31. Natürlich doch nicht. So, okay, das ist die Tür, wo ich rein wollte. Ich habe ja hier einmal alles abgegrast. Good question. Ich gehe mal davon aus, nicht hier rüber. Ne, okay. Also irgendwas hier. Nö. Boah, jetzt muss ich ja nochmal richtig hart sinken, wie das hier war, ey. Ich weiß es nicht mehr. Das treibt die Spielzeit natürlich dann auch ein bisschen in die Länge, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Die Taschenlampe sieht man komischerweise, ne? Aber sonst, das ist ein sehr komischer Spiegel. Wie komme ich da rein? Das ist eine sehr gute Frage. Da oben? Da ist doch hier Loch. Aber Ellie kann bis dahin nicht springen, das ist so blöd. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwo einen Schlüssel. Obwohl, der hat irgendwas von der Kombination gesagt. Das heißt, hier muss ja ein Safe sein oder so, ne? Weil eine Kombi kriegen wir ja nicht umsonst. Würde ich mal behaupten. Aber warum sollte hier random jetzt ein Safe stehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, ich gehe aber davon aus, wir müssen zu Princess Bananimus, wo auch immer das ist. Nebenan müsste er hier irgendwo sein. Okay. Es funktioniert. Yay. Das reicht. Mist. Spuren. Gut, ist ihr jetzt dann mach's doch einfach. Erstmal egal. Die Spörchen sind eher Wurst. So, wieder alles aufsammeln, ey. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie lange das schon her ist, dass er eingesperrt wurde. Der wird schon ein Klicker sein, ne? Minimum. Minimum wird er das sein, ja. Ach, oder erst das hier. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, nicht. Wo ist der? Schlüssel. Okay. Oh Mist! Gott verdammt! Das war klar. Okay, Schlüssel. Apotheke, los geht's. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr. Ein hässliches Herz, Laura. Also er mochte sie anscheinend nicht sehr. Möglich. So, gut, dann wollen wir mal schauen. Dann gehen wir hier nämlich wieder raus. Wieder in das andere Räumchen, Lädchen, wie auch immer. Und dann... Fuck.
Okay, der Tipp, der kam aber auch sehr früh, als ich schon draußen war im Grunde. Das ist scheiße. Muss ich das jetzt nochmal holen oder habe ich den Schlüssel? Ich hab den, ne? Den habe ich schon, okay. Jetzt weiß ich es ja. Auf einmal steht er da. Auf einmal ist er da. Jetzt habe ich den Stein jetzt in der Hand. Soll ich mich im Stein? Gib mir das. Skandal. Es wäre dumm, wenn hier welche drin wären. Fragt man sich auch, wie sind die hier reingekommen? Scheiße. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joe. Ja, Waffen. Also mindestens Waffen sollten da drin sein. Wäre sonst sehr merkwürdig. Wobei, hier ist ein Büroraum. Hier sind voll wenig Sachen drin, ne? Zum Sammeln. Aber gut. Sie braucht auch nicht so viel, glaube ich. Okay. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Verstehe ich nicht. Na, hier müssen wir natürlich wieder gucken, ist jemand da oder nicht. Da können wir auf jeden Fall durch. Aber wir können auch hier durch. Ist ja nix. Scheiße, ey. Ah. Der Salon für die Nägel. Oberstabsfeldwebel Larry Corfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur QZ, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unserem Piloten an. Keine Ahnung, ST, Feldwebel, Sean Brandon, aber was ST heißt? Steph Feldwebel. Obwohl der Hubschrauber aus der Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Regan Francis, 4. Infanteriedivision, Denver QZ, bla bla. Okay. Läuft. Gib her. Kein Nachmaterial. Brauchst du nicht mehr. Das hier muss reichen. Ist tot. Ja, wozu das? Wir haben doch Klebeband. Ach, das Rezept habe ich freigeschaltet. Ja, Subi. Das ist ja fantastisch. Jetzt geht's los. Los geht's. Schnell. Hier rauf. Jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht.
Was, Dick Time? Na, komm jetzt. Weiter. Wie? Hast du sie gefunden? Weiß ich doch nicht, ob du Dick Time hast. Aber hi. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Ja, hä? Dick Time. Ja, dann schreib's doch vernünftig und nicht wie ein Klops. Da kann auch einfach Dick stehen. Dann, ich meine, schön, Dick Time hast du aber. TMI. Und hey. Und sie machte, wie geht's, wie steht's? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Sag, du bist schon Penn. Oh. Aber ja, jetzt DLC dann. Den DLC, den mache ich noch. Und den, der ist ja schnell vorbei. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft, Marlene. Auf das Plakat wurde Heldin geschrieben. Beschreibung: Alter 40, 1,70, 57 bis 61 Kilogramm. Mittel: Arbeiterin, Community Organizer. Narben und andere Kennzeichen: Narbe auf der Brust und im Schlüsselbein. Haarfarbe: schwarz, Augen: braun. Nationalität: amerikanisch. Ethnische Herkunft: gemischt. Vorstrafen: Die Verdächtige wird unter anderem wegen Terrorismus, Mordes, Verschwörung zu Mord, Fälschung, Bestechung und Raub gesucht, da sie die als Fireflies bekannte Terrorgruppe organisiert und angeführt hat. Vorsicht: Die Verdächtige gilt als bewaffnet und gefährlich. Sie ist gut geschützt und wird von vielen geschätzt. Mit Widerstand durch Mitglieder der Öffentlichkeit gegen ihre Festnahme oder Hinrichtung ist zu rechnen. Wenn Sie diese Person sehen, melden Sie dies dem nächsten FEDRA-Hauptquartier. Informationen, die zu ihrer Festnahme führen, werden belohnt. Geil. Komm schon, komm schon. Warte mal, hier ist doch noch was. War überhaupt irgendwas? Nö. Oh, guck mal hier. Witze und Wortspiele. Geil, Alter. Springmesser. Haben wir uns einmal angeguckt? Nice. Walkman. Geil. Richtig. Nachricht von Mom. Lesen wir erstmal. Ellie. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immerzu an und bin überwältigt. Du bist noch kein Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht, sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen, diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden, aber du musst immer daran denken. Warte. Das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter, Anna. Mach mich stolz, Ellie. Witz und Wortspiel. Das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. So, was steht denn hier so drin? Witz und Wortspiele. Will Livingston. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Sagt der eine: Schmeckt komisch. Haha. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Austrinken. Warum steht das Pilz im Wald? Weil Tannen zapfen. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Was hat eine Meerjungfrau am Oberkörper? Einen Meerbusen. Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Trench Open. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Ja gut, das stimmt. Spielt ein einarmiger Karten, ist das Mission Impossible. Witzig. Die liest er ihm auch theoretisch alle vor. Wenn er mit ihr mehr redet. Habe ich ja nicht gemacht. So, was machst du jetzt? Antwort tust du auch nicht, ey. Du hast hier den Dick Time und das war's. Will die denn hin mit mir? Mich bestimmt ausrauben und umbringen. Achso, wir müssen, glaube ich, gar nichts sammeln. Hast du das Licht schon gefunden?
Oh, haha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Was ist zu lang? Don't be sheep, wake up. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Da wurden die, glaube ich, noch nicht gebissen, beide. Hey, wo ist sie hin? Das kommt noch. Dann falle ich jetzt runter. Du bist schuld. Die redet übelst leise. Stöhnen hier rum, ey. Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon. Und dann wurdest du gefasst. Bam 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 bam. Wo will die mit mir hin? Ich weiß es nicht. Ja. Weißt du, was passiert ist? Nee. Sie sagen, er ist vom Feld gefallen. Herzinfarkt oder so. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Sehen, was noch da ist. Genau, wir gucken. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow. Hartes Zeug. Na komm. Ellie ist doch eine Jude, die säuft nicht. Und was ist mit Prinzess? Ja. Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt... Gerade im Spiel wieder am LOL zocken, oder was? Ey, nur noch lol, 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 lol. Was ist denn jetzt los? Was willst du? Sollen wir hier durch... Nee. Nee, ich spiel mit mir keine Hand, das ist richtig. Ja, du spielst aber nur lol. Kann ja nichts anderes mehr mit dir spielen. Ja, aber du hast mit dir geschrieben. Ist ja komisch, dass das runterfällt. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Na klar, jetzt suchen wir einen anderen Weg. Ist ja easy. Klingt gut. Können wir einfach hier rüberklettern, oder nicht? Ne? Hm. Hier, guck. Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Ja, aber du spielst ja auch immer die ganze Nacht. LOL. Nichts anderes. 20 Matches LOL hintereinander, ey.
Wenn ich hier lange genug stehe, vielleicht brennt die Tür dann. Riley? Das ist ja hier Holz. Sieht aus wie vorher. Das war schon das zweite Mal. Du Blödi. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Wieso sieht aus wie ein A? Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Nee. Das ist eine Wolfsmaske. So cool. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen. Oh, jetzt muss ich auch noch die ganze Zeit drücken. Hier gibt es auch Ganzkörperanzüge. Oh ja, das passt. Schau dir mal das ganze Zeug an. Wir nehmen das hier. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh, Toto. Was soll mir nur tun? Die Hosenschuhe? Ist hier noch eine Maske? Wahrheit, Schädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Wenn ich reich. Nicht. Scheiße. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Das ist höchst unwahrscheinlich. Toll. Puh, so ein Trost. Dann werde ich nicht reich. Werde ich wieder Auto fahren? Bleib ich arm. Ich fühle es in meinen Knochen. Okay. Na super. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Das gibt mir nur scheiß Vibes. Oh, ein Dreifach-Phönix. Das ist ein schielender Vogel. Mit Käppi. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Tottchen. Gibt's hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Nee, jetzt kauft da keiner mehr was. Ah. Wow, das war blöd. Ich habe mich sehr erschrocken. Jetzt ziehen wir die auf. Erschrockt habe ich mich. Dum 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 dum. Siehst ja. Du die Autos da unten? Ja. Nee. Ja? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ja. Ohne Sarkasmus. Ja. Zählt die Dachscheibe da mit oder nicht? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Verdammt! Ja! Ha! Ja! Nummer 2! Don't fuck with me! Was hast du Girl! Jetzt?
richtig asozial, aber ganz ehrlich, die Autos fahren ihn nicht mehr, dann ist es auch egal. Die letzte! Stein! Wurf! Champion! Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt. Vergiss es. Okay. Bevor wichtigen Sachen. Bist, warum hast du mich so angefahren? Ich brauchte Zeit, um mir über alles klar zu werden. Das habe ich dir doch gesagt, aber du hast mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ja, weil du mir wichtig warst und... Ich weiß, ehrlich. Hör mal, Schnee von gestern. Jetzt sind wir hier. Also los, komm. Lass mich dir erst zeigen. Wir sind fast da. Wo willst du denn mit mir hin? Wir laufen hier lang, da lang, dort lang. Wir müssen schon die ganze Zeit was zeigen, aber nie sind wir da, wo wir hinwollen, ey. Mann. Er ist doch echt verrückt. Verrückt ist es, verrückt. Was machen wir hier? Gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja, ja, bestimmt. Komm mal mit. Ich komm mal mit. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, du. Nee. Also, es stimmt. Ist ja unglaublich. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Das will die nur, damit meine Fingerabdrücke da drauf sind. Ja. Was habe ich gesagt? Durchschaut habe ich sie. Heißt das das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Na, stimmt ja schon mal nicht. Hier ist kein Licht. Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Das ist wunderhübsch. Wie zum Teufel komme ich darauf? Spring. Okay, anscheinend nicht. Ich könnte versuchen, mit einem Stein einfach gegenzuwerfen. Okay, so kann sie anscheinend nicht werfen. Schade. Hä? Such doch einfach den Militär. Geht das auch irgendwie an? Nö. Folge den Kabeln. Genau. Stimmt schon? Folge den Kabeln. Müssen wir jetzt einmal da hin? Ich sehe das nicht wie das hier. Oh, guck mal, was hier ist. Munition, geil! Hey ho, Saturn, wie geidert. Katze, töten! Das war eine Dämonenkatze. Ich bin mir ziemlich sicher. Da kann ich weiter, aber hier kann ich rein. Naja, alles schwierig. Komm schon. Nee. Okay, da muss ich nicht. Oh mein Gott. Ist ja geil. Oh, diese blöde Katze, ey. Geh doch mal weg jetzt. Hat nichts zu essen.
Nee, das ist nicht gut, da krank, Männergrippe, AK, grippaler Infekt und so. Du, ich habe keinen grippalen Infekt. Habe ich nicht. Aber geht auch so, Dala. Wie immer. Wann hast du dir den denn zugezogen? Hä, du musst dreimal ziehen, Mädchen. Du hast es doch bei Joe schon ein paar Mal gesehen. Auf einmal ist Benzin mehr, oder was? Kein Saft. Na klar, kein Saft. Ist logisch. So, das Ding auch mit Saft. Leer. Leer, nein. Ach, Mensch. Es ist einfach leer. So, weil dann geht nämlich auch erst das auf. Das ist natürlich alles belastend. Oh, Scheiße. Stalker. Keine Ahnung, Arbeit und so. Bin aber nur bis einschließlich Freitag krankgeschrieben und muss Montag wieder arbeiten. Ah, oh, bis dahin wird das ja weggehen. Wo ist der Stalker denn hin? Hier ist der Tank, nimm da was raus. Das ist kein Stalker. Hä? Ach, die da. Was soll man machen? Noch mehr Munition, ist hier was drin? Danke für deine 100 Bits. Will sich jetzt rächen? Ist ja einer drin, ne? Vielen Dank. Ja, das nehmen wir uns mal mit. Wie rächen? Was ist Wache? Ja, ja, das kann man essen, das ist klar. Rache El Kotlet. Ist was Mexikanisches. Definitiv nein. Okay. Scheiße. Oh oh. Au. 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 Dann ist ja alles Opti-Mopti da immer, ne? Oh, ey. Mann. Haben die was? Ach du Scheiße. Ach ja, ich bin tot. Ist okay. Hallo, da nicht. Besteht die Möglichkeit, dass es übersteuert? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erstmal wieder. Brüllen die so rum! Mann, hier wollen Leute schlafen, ey. Auf! Oh, fuck, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, oder auch noch nicht, warte. Doch, ich bin tot. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja supidupi. Mann, aber die haben doch hier diesen Kack auf dem Kopf. Die sehen doch gar nicht mehr aus wie normale Menschen. Die können doch gar nichts mehr sehen. Pissbratzen.
Geh mal hier rauf. Komm, kletter einfach. Kletter da jetzt. Warum kann die hier nicht an der Seite hochkommen? Ich verstehe es nicht. Dahin habe ich sie gesehen. Okay. Oh Gott. Mann, Brudi. Das war wieder ein guter Schuss. Oh, sagen. Nice. Okay, ich glaube, die sind weg. Ich hoffe. So, aber wie komme ich jetzt auf den Druck rauf? Ich möchte gerne die Sachen haben. Okay, dann spring halt darüber. Hä, als ob ich nicht an der Seite hochklettern kann. Das ist doch total dumm. Kann ich hier rauf? Nee. Ich komme hier nicht rauf. Aber das geht. Das ist easy. Das ist doch kein Problem. Das kriegen wir hin. Und jetzt kann ich das auch klauen. Okay. Really? Es ist leer. Scheiße. So, dann snacken wir uns ein bisschen was, dann machen wir das Licht wieder an. War nur mal zum Spaß aus. Aber gerade hat mir einer viel mehr Muni gegeben. Das war halt geil, ne? Das ist so dumm. Wenn man hier reinguckt, siehst du gar nicht, ob noch was im Tank ist oder nicht. Nur mal so für den Realismus. Wenn ich in meinen Autotankdeckel gucke, dann sehe ich das ja auch nicht. Und hier vielleicht schon, da ist der Tank direkt da. Aber eigentlich dürftest du das auch nicht sehen. Ah, Munition. Munition ist nice. Jetzt ist das zu lang. Es ist doch wohl die Höhe. Das ist ja wohl eine Frechheit. Kann ich an dem gucken? Ja, ne? Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Ja? Nein. Jackpot. Ach so, man riecht dran. Das wusste ich. Ja, du musst ordentlich saugen, richtig sacken und dann kommt da was raus. Okay, wenn da so viel rausgekommen ist, da war da aber noch richtig viel drin, ne? Guck mal, da ist immer noch was drauf. Okay, jetzt bin ich angekommen. Läuft. Werkzeuge werfen, die haben wir mal rein hinzufügen. Alles klar, was kann ich machen? Nix. Molotow, ja, okay, dann machen wir den. Haben wir zumindest dann dabei. Passt schon. So. Hier. Haben wir schön hinterm Rucksack versteckt. So, jetzt geht's aber ab hier. Ah, nee. Ja, okay, doch. Jetzt konnte ich das noch lesen. Lass mal kurz los. Wir müssen erst die Gebrauchsanweisung, glaube ich, lesen. Sonst wird das nichts. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glühte geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte und... Das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wie mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter.
Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte. Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regan. Ah, okay. Der findet das nicht so nice, was er gemacht hat. Gut. Bam, nimmt das, Pissnaken. Ist das eigentlich so laut? Manchmal ist das sehr laut, manchmal ist das sehr leise, das ist alles verrückt. Ach du Scheiße. Ja, das genau wollte ich jetzt machen. Aber exakt das. Weil, das ist cool. Ich muss ja den Bereich hinter mir sichern, nicht, dass die mir hinterherkommen. Ne? Ach stimmt. Da ist ja alles voller Brutzel. Und so würde ich auf den Druck kommen, aber ich habe das ja alles schon so geholt. Ach so. Nee. Hä? Ach so, doch. Hopp. Nee. Hä? Warte mal. Make this Sinn. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann bin ich aber gefangen, ne? Ah, wird schon passen. Ach, da ist die Julian. Oh, warte mal. Das war vorher aber nicht da. Flummi werf und ich treffe. Ich bin ausgeweicht. Ich habe 99 Punkte auf Dodge gesetzt. Und meine Fallenkarte Spiegelkraft aktiviert. Tja, da kannst du jetzt nichts mehr machen, ne? Absolut keine Ahnung, wo soll das hin? Hier? Bestimmt hier war der. Ja? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ausgeweicht heißt das, du musst hier gar kein korrigieren. Drachen lernen, Bubble. Ja, das, ne? Dito. Außerdem heißt es wohl ausgeweicht, wenn ich das sage, ist das so. Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Jetzt konnte ich das aufmachen wegen den beiden Items, oder was? Das lohnt sich auf jeden Fall. Super. Okay, wo muss das hin? Ach, hier. Ah, okay. Geil, doch. Das geht sehr wohl. Hä? Als ob du da nicht... Wozu brauche ich das? Doch. Brauche ich das für da? Hä? Soll das ins Wasser rein? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Nee. Passt es da durch? Nee. Dann gehe ich halt mit meinem Kartonstapel hier durch die Gegend. Das ist auch gar kein Problem für mich. Kann man da irgendwie klettern? Ich bin bei, keine Ahnung. Wozu brauche ich den denn? Sehr gute Frage, glaube ich. Okay. Jetzt habe ich's verstanden. Die ist zu fett. Hä, warum stand das Ding auf einmal da? Das ist ja wohl unerhört. So, bleibt da stehen.
Ich werde bestimmt mal ins Wasser fallen. Oder nicht. Hops. 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 Und die Tür auf. Wow. Ist ja quasi aufgesprungen, diese Tür. Ist ja fantastisch. Ja, ich höre dich. Aber was höre ich dich? Oh. Da ist eine, warte. Erstmal den da wegmessern. Ich glaube, das ist ein Klicker, ne? Klick, 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 klick. Wir machen, glaube ich, gerade Inventur. Jetzt bleib. Ach, dann bleib halt nicht stehen. Ist mir neuer. Dann gehe ich jetzt dahin. Das hab ich nicht gehört, glaube ich. So, Schlitz. Schlitz, Stibitz. Das ist auch ein Klicker. Das da ist kein Klicker. Okay. Das ist auch kein Klicker, aber der steht mit dem Rücken zu mir. Easy. Den kann ich zum Schluss machen. So, wir machen erstmal die da. Die brüllen hier rum wie die letzten Kackpratzen, weißt du? Mann. Das ist aggressiv, habe ich schon. Sieht er das? Nee. Da guckt er die ganze Zeit auf den Boden. Wie soll er da was sehen? So, gut. Dann gucken wir einmal noch hinterm Tresen, ob da irgendwas ist, was relevant wäre für uns. Und dann gehen wir weiter. Dann machen wir den Klicker noch weg und dann raus. Ich glaube, das waren alle. Das hätten wir. So, uff, wie die Tor. Da sind wir wieder. Ja, sind wir wieder da. Läuft. Habt ihr das gehört? Ach, komm schon. Ja, das war mindestens 3-4 Mal der Kopf. Okay, das war dann nicht. Boah, die gehen einem auch ein bisschen auf den Keks, weil die sich so behindert bewegen, ne? Meine Fresse. Kann ich mal ganz normal laufen, wie normale Menschen? Wären die ein bisschen klüger, würde niemand merken, dass die irgendwie infiziert sind oder so, weil dann wären die ja normal. Ah, nee, die brauchen eine Extrawurst. Super, ey. Böse geschlagen.
immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehauen, weißt du? Herrje, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Wir schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen. Wir sind eine Familie. Also, nein, nein, ich gehe nirgends hin. Machen die alles gleichzeitig zusammen? Schlafen, essen und scheißen. Respekt. Spart man auf jeden Fall Zeit. So, na dann. Auf in den Schmiedimob da. Ja, das Glas hält das aus. Kein Problem. Und jetzt springen wir natürlich rüber. Wir schaffen nie so einen Sprung. Aber jetzt auf einmal, ja, kein Problem. Doch im Rucksack. Dafür ist er da. Bist du bereit? Oh, jetzt sehen wir's. Total. Flieg mal weg. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Ach, woher weißt du das? Du drückst, ich reite. Nee, dann. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Zu reiten? Nee, eigentlich nicht. Hau rein. Ja, mach doch! Okay. Jetzt geht's ab. Ja! Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, ja! Riley, komm her! Nein, du schaffst das. Los! Oh Mann, das ist irre! Ja, ich muss mich noch aufrecht. Bis man nicht runterfällt und immer schön gerade. Ne? Komm schon, komm hier hoch, setz dich neben mich! Okay, warte. Guck, ist eine wilde Fahrt, die ist fast ausgerutscht. Ich bin doch gerade erst drin. Pech. Das ist die erste Freiheit. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Aber ich bin ja schon da. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Sehr gut, der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Echt witzig, lustig, das gefällt mir. Ich lese gerade
ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Richtig witzig. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Oh. Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Oh, ja, ja. Intimarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn ja vergessen. Voll das gekünstelte Lächeln, ey. Lachen. Auch Lächeln, alles einfach. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem guten Plane. Okay. Intimarbeit, ist doch so witzig. Funny. Alter, okay, ich hab das habe ich nicht verstanden. Welche Worte machen jeden Hai glücklich an über Bord? Oh, das ist fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. Der ist tatsächlich ganz witzig. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Okay, wo wohnen Katzen? Ja, doch. Das habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz? Mietshaus. Mietshaus. Abendzeitung Schlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizzen. Ja, er ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Oh, okay. Und, ja, okay. Okay, was macht ein Hacker am See? Doof! So, Fisch mit pH! Das ist so doof! So was von doof! Aber ist es dann nicht Fishing? Was ist ein Voyeur? Ein Fernrohr. Wow, nein. Ui. Wo kauft ein Einarmiger an? Im Secondhand-Shop. Der Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Zopf. Anders. Ja. So, wir stehen jetzt in 8-Bit. Ich weiß gar nicht, ob man das... Halt! Kann man die Sprache theoretisch ändern? Nee, ich glaube nicht. Doch, ja, nee. Nur im Hauptdings, denke ich. Ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, okay. Können aber auch nur Blinde verstehen. Sagt der große Stift zum Kleinen, wachs mal. Oh, ist der doof. Das ist aber auch alt. Okay. Das wie das reicht. Witzebuch ausgewitzelt. So, wo müssen wir hin? Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Wir wollen da nur unsittliche Dinge tun. Na klar. Und los geht's. Oh, Themen. Was nimmst du? Wie sieht cool denn aus? Wo ist der Typ denn cool? Na, er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. Touché. Nein, wieder zurück. Vielleicht Liebe. Willst du mich anmachen? Oh. Liebe soll's sein. Ha, okay, lächeln. Rück näher, näher, näher. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges.
Alter, geht mal wieder zurück. Das ist mein Monitor hier, ja. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, ist ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Okay. Total, also richtig. Love. Oh, ist okay. Die sehen toll aus. Klar, auf Facebook scheren. Nutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas. Deine Mutter. Namen oder so. Nein. Oh, deine, okay. Deine Mutter. 1, 2, 3, 5, 4, 6. 9. So, kommt niemand dahinter. So, erstmal schön auf Facebook geteilt. Raus hier! Du Sau! Genau, wenn man gegenschlägt, dann funktioniert immer alles. Was ist jetzt passiert? Weiß man ja. Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, du hast recht. Also. Knutschen? Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Weiter umsehen, sagt sie. Umsehen, wohin denn? Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Alle eingeteilten Bürger müssen sich zum Einsatz melden. Ja. Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Aber schon viel nach. So würde ich es machen. Aber die haben nicht. Achtung. Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Die 6-Uhr-Schicht ist schon seit einer Viertelstunde am Start, ey. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort in die Zustellung. Nicht vergessen. Tätigkeit kostet Leben. Komm hoch jetzt hier. Ja, das wäre viel besser. Fette Planspur, ey. Hat die Angst davor? Ach, die kennen sowas ja nicht, ne? Guck mal, ich laufe auf der Stelle. Ui. Das sieht aber schön aus. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Hier kann man spielen. Hier ist irgendein Automat, der das an. So, jetzt. Nein, scheiß auf alles. Nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Na toll. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Ich kann's. Blackfang. Tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Drei Arme. Auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du boah, super. Hinter. Schnell, schlag ihm in den Rücken. So boah, guck's dir an. Was für ein Kampf, ey. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenclown-Angriff. Nein. Was soll ich
zurück und blocke zum Konter. Alter, Digi. Du reißt die Ellenbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kontere mit einem Himmelsheber. Unten, oben und tritt. Und schlick dich. Der hä? Habe ich aber gemacht. Ach, den muss ich halten. Okay, jetzt wird's aber schnell hier. Okay. Meine Fresse. Alter, das ist ja hier richtig Arbeit. Aber es ist ein epischer Kampf auf jeden Fall. Ich mach den sowas von fertig, ey. Nein, ach, hat er mich getroffen. Scheiße. Boah, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Alter, okay, wie soll ich denn das machen so schnell? Vielleicht sind wir doch mal schneller. Aber ich hab, boah, Black Fang da. Das war ein krasser Kampf, episch. Ah, nee. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Ich kann's sehen. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Episch. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, es war einfach fucking episch. Zurück. Noch nie was Krasseres gesehen. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verpiss dich! Ich glaube, jetzt wird sie gewissen und sie auch. Weil eigentlich müsste es auch bald vorbei sein. Demnächst bald. So. Zur Hölle ist sie hin. Riley? Riley! Riley, wo bist du denn? Oh, knackiger Poppes. Hallo. Sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte?
Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich es dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Okay, erst machen wir sie fertig, dann bringen wir sie um. Das ist gut. Mach's dir nicht zu bequem. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt wird hier richtig gepumpt, ey. Gefällt dir das? Hier geht's ums Leben. Oh, ich muss mich in Deckung begeben. Verstecken rechts. Oh Mann. Alter, wo? Okay, das ist voll dumm. Wo, die schießt ja auch sonst wohin. Haha, du hast eingepullert. Oh nein, sie hat gewonnen. Oh Mann. Scheiße. Platsch. Sie hat... Ich hab dich voll erwischt. Das war kaum ein Streifschuss. Aimhack. Du triefst. Okay. Du zählst bis fünf. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Okay, wenn sie sich umdreht. Schließ die Augen. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme. Ah, verdammt. Okay, gewonnen. Okay, wer zwei von drei schafft. Also nochmal. Na gut. Okay. Eins. Zwei. Da hat sie überhaupt gar keine roten Haare. Vier. Fünf. Ich würde einfach stehen bleiben und schießen. Du bist tot. Ach, Kacke. Mein Gott. Oh, Mist. Oh, Mist. Mit denen zu zielen ist halt echt nicht leicht, ne? Hast du sowas schon mal gesehen? Okay. Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow. Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Alter, was haben die denn mit der Tonspur gemacht? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Mal voll laut, mal voll leise. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint.
Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Ich kann dir das nachspritzen. Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Bitte geh nicht. Sorry. Wofür? Machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Tete. So, na dann. Sind die schon da? Dann kommen die jetzt noch. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Da springen wir auch nochmal dahin zurück, aber ich glaube, dann ist schon alles passiert. Oh, was ist denn da? Wir nehmen mal die Waffe. Ich... Octopus Records. Jawohl, jetzt haben wir den Bogen. Oh Scheiße! Oh, was zur Hölle? Komm runter. Was machen wir hier? Wer schert sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Bis ich halt die Gegend hier habe. Ich gehe hier lang. Wow. Leiche! Los, ausschwärmen! Wer wurde denn beschossen? Brauche Deckung, ich gehe ran! Boah, geil, Headshot. Und noch ein Headshot. Nice. Okay. Ich komme und hol dich, Joel. Diese Tür
Kitten wollen kämpfen? Wir holen uns erstmal hier unsere. Der ist abgebrochen in. Der hat den aufgegessen. Schwein. Dann verschwinde ich von hier. Das geht ja wohl gar nicht. Okay, dann gucken wir mal noch ein bisschen. Ob wir das ein oder andere hier finden. Brauchen tue ich es eigentlich, glaube ich, kaum. Aber. Naja. Man kann schon was mitmachen. Ja. Der hat nix. Also hier kann noch das ein oder andere rumliegen, aber wichtig ist nicht alles. Der Pfeil, den können wir noch mitnehmen. Den auch. So. Na dann. Okay, können wir zufälligerweise... Ja, eine können wir machen. Nice. Na dann. Können wir uns noch was anhören? Scheiße. Ich ruhe mich lieber aus. Tja, das ist aber doof. Gut, hier hat er sich hingeschliffen, der Bursche. Aber das macht er nichts. Jetzt ist er tot. Entweder kümmern sich jetzt die Infizierten um die oder andersrum. Also. Verdammt! Mein Gott, ey, die brauchen aber auch, bis sie die getötet haben, ist ja unglaublich. Rennen hinten immer noch rum. Okay.
Oh. Alter, ich... Was tut's? Tödlicher Schuss ins Knie, man kennt ihn. Den Schuss ins Knie. Den tödlichen. Ich glaube, der andere ist tot. Also hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Hoffe ich. Na, immerhin einen habe ich noch. Immerhin einen habe ich noch. Kleiderbügel kann ich auch eigentlich nehmen. Hm. Ich habe noch Muni, nice. Wenn es zu einer Konfrontation kommt, dann bin ich aber bereit, du. Ansehen, was soll ich mir ansehen? Ich muss woanders lang. Ja. Woanders, sagt sie, woanders. Hier? Nein. Wo muss ich denn jetzt anders lang? Tell doch zu mir. Was drin? Ja. Schöne Sachen, nur schöne Sachen. Schön. Okay, ist hier irgendwie eine Tür oder irgendwas? Nö. Super. Nö. Oben vielleicht? Ne, oben ist auch nichts, ne? Nö. Alright. Ach so, da ist eine Öffnung, das ist cool. Was soll ich das lösen? Eigentlich geht es ja nur darum, dass sie für Joel Sachen holt, aber irgendwie macht die noch anderen Shit. Nebenbei Leute töten und Dinge. Und so ein Spaß. Huch. Halt, was man in seiner Freizeit so tut, ne? Wo? Da. Warum nicht hier? Was war das? Okay, ich gehe da lang spielen, wenn du das willst. Ach du Scheiße. Das ist sie bestimmt. So. Erstmal auf die jagen. Wir nehmen ihn nicht auf den Keks. Ja, schön. Ich glaube, das war's. Jetzt habe ich aber nur mit dem Bomben um mich geschmissen, ey. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre der Kopf, aber okay, dann.
kleiner Saftsack, verpiss dich. Habt ihr davon? Bitches. Beides, ja, beide Steine. Okay, da hätte ich mich hier auch for free heilen können. Na egal. Jetzt gehen wir weiter hoch. Ich will gar nicht hoch. Ich will eigentlich ja weg. Aber gut. Weg ist anscheinend hoch. Dann nehmen wir das so, wie es ist. Ja, mach auf. Klappt aber so erstaunlich gut bei ihr, ne? Mit dem Schießen und mit Dingen und überhaupt und so. War schon interessant. Okay, da lang. Ja, wahrscheinlich, ne? Wobei, da könnte auch. Nee, da ist dann vorbei. Gut, dann gehen wir da lang. Easy. Mehr. So, der Bogen. Wir müssen das aufkriegen. Ja, wir machen das schon. Such dir weiter. Ich will keine Überraschung. Ich bin doch dabei. Ich bringe die doch gerade um. Was steht denn mit der Wand, der Sack? Nein, Mann! Ich hab nichts! Verdammt! Noch eine Leiche! Weitersuchen! Jetzt oder nie? Wehe, du drehst dich jetzt um, ne? Dann flipp ich aus, ey. Dann kack ich dir in den Bart! So, jetzt könnt ihr es gerne sehen, weil jetzt... down. So. Wo sind die anderen? Da unten ist noch einer. Von hier nicht so einfach. So, schönes Gebrenne. Bei den Frozen Joghurt sind sie. Verstehe. Da habe ich mich wohl auch versteckt. Okay, John. Jetzt. Ups. Da unten, bei der Tür. Wir haben sie erwischt. Mach sie fertig. Dreckschwein. Scheiße. Schön. Wir sind gleich auf. Ich gehe vor. Dann tun wir es. Was? Wir tun es? Okay, alles klar. Hä? Okay, der kommt hier gleich von der Seite runter, ne? Der kleine Penner. Du aller Kackstorch, Alter. War der das da? Ja.
Wow. Hier, die Pose hier ist kacke. Ich dachte, die ist okay von, aber das ist scheiße hier. Wow. Wow. Meine Fresse, verpisst euch. Wow, erstmal zwei daneben schießen. Muss so. Nee, lass mal. Ah! Wow. Okay, er hat sich, glaube ich, selbst in den Rand gesteckt. Läuft bei ihm. Na klar, auch die noch. Muss ja. Alles andere wäre ja auch langweilig as fuck. Okay, die Waffe kennt sie. Boah, jetzt so eine... Oh, jetzt das hier bauen, das wäre ein Träumchen, ne? Oder das hier oder irgendwas. Den kann ich wenigstens machen. Die gehen ja alle rein. Oh, doch, doch. Ha, ja, das ist doof. Aber ich glaube, ich habe ein paar getroffen. Okay. Das war schon ein nicer Shot. Falls mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch für euren Freunden. Klar? Ja, nehme ich. Ich töte euch alle. Pissnaken. So nehme ich. Man muss doch mal gesagt werden. So. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Ja, topfit. Macht ein paar Hampelmänner. Okay, die sind doch dumm, die hätten von außen einfach durch die Scheiben kommen können, wäre viel einfacher. Okay, die Musik ist natürlich scheiße. Weil die Mucke passt jetzt nicht so unbedingt. Okay, da nicht lang, alles klar. We try here. Es wäre auch geil, wenn Ellie jetzt eine Waffe hätte. Aber gut. Oh, schade, hier ist nichts. Ist halt eigentlich auch dumm, ne? Okay, das musst du. Dann gib mir doch eine Waffe. Ganz ehrlich, ich brauche auch eine. Ratzepeng, sag ich dir. Oder gib mir Steine oder irgendwas. Gib mir doch irgendwas, Mann. Nee. Ich bin jetzt bei denen. Die haben gesagt, dann verfolgen die mich nicht mehr. Stimmt, ich hab das Messer. Alle Stück, ey. Darüber kommen wir raus. Ich weiß ja nicht. Infizierte! Oh, hier lang. Sind sie auch hier lang. Lauf, lauf, lauf! Oh, sie kommen immer näher! Hä? Okay, ohne Witz, wie hat die das gemacht? Die war die ganze Zeit hinter mir, auf einmal ist sie vor mir. Das geht überhaupt nicht.
unrealistisch. Achso. Ich kann nicht. Jetzt kann sie auf einmal. Natürlich fällt es um. Ich glaube, jetzt werden die gebissen. Da, oder? Das ist da schon ein bisschen. Ist da auch der Arm, ne? Ja. Okay. Ich glaube, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Auch noch in die Hand. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Dann hätte sie ja Glück gehabt. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Verschwinden wir hier. Und das war der DLC. Ja, haut der Himmel zwei Stunden. So, Pi mal Däumchen. Das war, glaube ich, auch der einzige DLC, der kam, ne? Ja, damit sind wir durch. Ja, nun ist vorbei, der DLC. Nun ist der DLC. Vorbei.
natürlich höchstens mal. So kann ich jetzt nicht. Doch, kann ich. Hast du mir ja nicht gekauft, alle Teile, also nein. Das ist schon vorbei. Nee, ich hab gesagt, kauf sie mir alle, dann spiel ich's. Irgendwann. Ja, ich weiß auch nicht. Mein Plan war, das DLC fertig zu machen. Das ist halt schade, dass der zweite Teil nicht auch für den PC verfügbar ist. Irgendwann 24, 25 wird es wohl soweit sein. Bis da muss man sich gedulden. Leider. Ich habe jetzt auch nicht groß was anderes. Gerade. Im Start. Ich hätte mir für morgen eh was anderes einfallen lassen müssen. Außer ich hätte morgen ein bisschen rumgetestet und hätte morgen nicht gestreamt, sondern dann erst wieder Donnerstag oder so. Wenn mein Austauschgerät da ist. Ist nicht angeschlossen, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe. Nee, die ist auch gar nicht angeschlossen. Bildschirm. Ist auch doof. Tja. Ja, jetzt weiß ich gerade selber nicht. So früh aufhören ist ja manchmal auch nicht schlimm. Kann ich noch einkaufen gehen, was essen, was gucken, chillen. Mit dem Hund raus. All diese tollen Dinge, auf die man so viel Lust hat. Ah, wobei, warte mal, ich glaube, das Edeka hier macht eher um 8 zu oder um 9. Macht um 20 Uhr. Ey, um 20 Uhr, das ist doch keine Zeit, ne? Brudi. Ja, ich denke, dann war das heute ein kurzer Stream, dann wird es morgen wieder ein bisschen länger. Müssen wir mal gucken. Eventuell, wie heißt denn das Spiel, was jetzt erst rauskam vor kurzem? Wie heißt das? Nee, so heißt das nicht, Mara, aber danke. Hier, Ghostwire Tokyo. Vielleicht spiele ich das morgen. Ich muss mal gucken. Ich hab sonst nichts. Oder ich spiele was mit Nico. Weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Aber wenn die um 8 zumachen, dann denke ich, mach jetzt auch zu.
Dann kann ich nämlich noch was einkaufen gehen. Und look mir irgendwas an. Und ja, dann chillen wir einfach den restlichen Abend so getrennt voneinander. Ja, aber es ist immer noch ein cooles Spiel, wie gesagt. Achso, ich lass das mal weiterlaufen. Immer noch ein cooles Spiel. Oder man guckt, ja, ich weiß nicht. Kann ich auch noch irgendwas angucken, aber was ist immer die Frage? Nichts einkaufen mehr. Das ist natürlich sad. Könnt ihr irgendwas angucken? Würde auch gehen. Eine geile Penny-Doku. So ein Bleistift. Das wäre jetzt, was mir noch einfallen würde. Ich weiß gar nicht, wie lange die gehen. Ja, jetzt komm, mach ich ein Hauptmenü. Ist ja gut. Genug Credits bekommen.